Torjäger Timo Werner hat Vizemeister RB Leipzig zurück zum Vollgasfußball der vergangenen Saison geführt. Der Nationalstürmer war mit einem Doppelpack, 48. und 71. Minute, maßgeblich am 4:1:0:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag, 27.08.2017, beteiligt. Nachdem der Champions League-Neuling in der ersten Halbzeit, wie schon zum Auftakt gegen Schalke 04:0:2, zu wenig aus seiner Überlegenheit gemacht und sich beim Rückstand durch Florian Niederlechner, 23. Konter anfällig präsentiert hatte, drehte RB in den zweiten 45 Minuten auf. Der Lohn waren die Treffer von Werner und Kapitän Willi Orban, 55. Knapp zwei Minuten nach seiner Einwechslung erhöhte Neuzugang Bruma auf 4:1:78. Der Freiburger Nicolas Höfler sah wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte, 79. Streich, RB Leipzig ist nicht unser Maßstab. Freiburgs Trainer Christian Streich präsentierte sich nach dem Abpfiff enttäuscht, wollte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. RB Leipzig ist nicht unser Maßstab, sagte Streich bei Sky, die erste Halbzeit war gut, danach haben wir zu schnell die Gegentore bekommen. Dann hast du keine Chance gegen Leipzig. Sein Gegenüber, Ralf Hasenhüttlich, war nicht nur mit der fulminanten zweiten Hälfte seiner Mannschaft zufrieden. Die erste Halbzeit war sicherlich nicht viel schlechter. Das Problem war halt, dass wir die Tore nicht gemacht haben, so der Österreicher. Augustin überzeugt bei Startelfdebüt. Hasenhüttlich musste wegen muskulärer Probleme auf Stürmer Yusuf Poulsen verzichten. Für ihn feierte 15 Millionen Mann Jean-Kevin Augustin sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Und der französische U21-Nationalspieler war zunächst der überragende Mann auf dem Platz. In der 9. Minute nahm Augustin nach einem langen Pass den Ball wunderbar mit der Hacke mit, dann überlupfte er seinen Gegenspieler und scheiterte mit einem satten Linksschuss am glänzend parierenden SC-Schlussmann Alexander Schwolo. 8 Minuten später war Augustin wieder zu schnell für die Freiburger Hintermannschaft, doch ein leichter Schubser von Marc-Oliver Kempf brachte den 20-Jährigen kurz vor dem Abschluss zu Fall. Nach dem Videobeweis blieb die Entscheidung von Schiedsrichter Christian Dingert, weiter spielen zu lassen, bestehen. Augustin stürmte unbeirrt weiter, in der 21. Minute verfehlte sein Schuss von der Strafraumgrenze das Tor nur um wenige Zentimeter. Er hat gezeigt, dass er eine gute Alternative für uns ist, lobte Hasenhüttlich seinen Neuzugang. Freiburger Führung wie aus dem Nichts. Die Taktik von SC-Trainer Streich, Emil Forsberg und Naby Keita zuzustellen, um Zuspiele auf die schnellen Stürmer zu verhindern, ging zunächst nicht auf. Wie aus dem Nichts gingen die Gäste aber in Führung, beim Tor von Niederlechner ließ sich die RB-Verteidigung von einem einfachen Doppelpass und einer Körpertäuschung düpieren. Der Rückstand brachte die Sachsen zunächst aus dem Konzept. Das Anrennen wurde zunehmend unstrukturierter. Außerdem zeigte sich Leipzig anfällig für Konter, Marco Tazzino hatte das 2:0 auf dem Fuß, 36. RB-Torwart Peter Gulak separierte jedoch und stauchte danach seine Mitspieler zusammen. Chancen im Minutentakt für Leipzig. Auch Trainer Ralf Hasenhüttlich dürfte passende Worte gefunden haben, denn Leipzig zeigte zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder zielstrebigen Vollgasfußball. Nach Werners Ausgleich per Kopf gab es für die Hausherren fast im Minutentakt Chancen auf den Führungstreffer, eine davon nutzte Orban. Später war wieder Werner zur Stelle. Freiburg wirkte zunehmend überfordert und fand offensiv im zweiten Durchgang fast gar nicht mehr statt. Da halfen auch die Wechsel von Streich nichts, der nach und nach seine komplette Offensivreihe austauschte. Nach der Länderspielpause geht es für Freiburg im eigenen Stadion gegen Borussia Dortmund weiter. Dann wird Streich auch einen Ersatz für den gesperrten Höfler finden müssen. Leipzig reist dann zum noch ungeschlagenen Hamburger SV.